einiger Zeit habe ich euch die Software File Run vorgestellt. Damit kann man ja seine eigenen Dateien hosten, Videos hosten, Fotos hosten. Man kann das alles dann per Link an andere weitergeben, die sich da nicht extra anmelden müssen, um die Dateien dann anzusehen, herunterzuladen, wie auch immer. Es ist also eine private Cloud, um die es sich hier handelt. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel eben OwnCloud oder eben auch NextCloud. NextCloud ist, soweit ich weiß, ein Fork von OwnCloud und das will ich mir heute mal genauer anschauen. Und dazu habe ich das Ganze hier schon mal installiert auf meinem Webspace, melde mich an mit meinem Passwort. Und dann finden wir uns direkt in der Administrationsoberfläche wieder, die sich hier in verschiedene Tabs aufteilt. Wir sind hier erstmal im Dateibereich. Wir können hier also Dateien hochladen. Wir können sie freigeben für andere. Wir können sie vertaggen sozusagen. Wir können Schlagwörter hinzufügen, um die Dateien später schnell wieder zu finden. Dann gibt es einen Aktivitäten-Tab. Der Witz ist nämlich, dass man sich hier nicht nur selber anmelden kann, sondern man kann zum Beispiel auch Freunde hinzufügen. Und als Administrator kann man an der Stelle natürlich auch schauen, was die zuletzt getan haben. Dateiänderungen, Sicherheit, Kalender und so weiter. Das bringt uns zum nächsten Tab, Bilder. Die können wir hier hochladen. Vielleicht probiere ich das jetzt einfach mal. Plus, hochladen, Fotos und dann nehme ich mir irgendeins. Und das finden wir jetzt auch im Tab Dateien wieder. Und wir können das jetzt zum Beispiel eben auch für andere freigeben oder wir können das Ganze direkt teilen per E-Mail, per Twitter und so weiter. Außerdem gibt es hier eben neben der Galerie auch noch einen Kontakt-Tab. Hier können wir unsere Kontakte hinzufügen. Name, Postfach, Adresse, Postleitzahl. Wir können das Ganze in verschiedene Gruppen aufteilen. Wir können QR-Codes erzeugen, können die Kontakte runterladen, können selbstverständlich auch Kontakte aus anderen Kontaktverwaltungen importieren. Und das Gleiche gilt hier auch für den Kalender. Per Einstellungen und Import können wir hier andere Kalender einlesen. Dann gibt es hier noch eine Benachrichtigungsfunktion, füge Profilinformationen hinzu, hilf Nextcloud zu verbessern. Außerdem verschiedene App-Empfehlungen. Wir können nämlich auch noch Apps hinzufügen. Zum Beispiel die Right-Click-App ist hier schon vorinstalliert. Hier sind überhaupt schon eine Menge Apps vorinstalliert. Aktivität, Kalender, das sind alles sozusagen Plugins. First Run Wizard, Log Reader, Monitoring, alles aktiviert. App-Pakete, Firmenpakete, Terms of Service, Nutzer- und Gruppenverwaltung, automatisches Taggen von Files. Dann gibt es Groupware-Pakete, die ja in dem Fall natürlich schon installiert sind. Hier ist das Ganze also einfach nochmal in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und hier finden sich jetzt eben auch Plugins, die noch nicht installiert sind, Dateien. Hier gibt es weitere Apps im Dateibereich, E-Book Reader, Draw.io, um mal schnell was zu zeichnen, Kameravorschau, automatische PDF-Konvertierung, Activities for Shared File Downloads, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, externes Speicher-Backend für Dropbox, das gleiche gibt es auch fürs Google Drive. Im Bereich Spiele ja, ist die Auswahl eher übersichtlich. Einbindung, Maps zum Beispiel, Office Connector, OpenID Login, Social Login via Twitter und so weiter könnte ich mir vorstellen.
Ich klicke jetzt nicht jedes Modul einzeln an. Überwachung, wenn der Speicherplatz zu Ende geht. Multimedia, diese App spielt sämtliche Mediadaten von einem ausgewählten Ordner ab. Musikspieler, ein News RSS Feed Reader ist hier inklusive. Den lade ich mir sogar mal herunter. Sogar SMS kann man mit seiner Cloud synchronisieren. Track and Display Phones Positions in Real-Time. Ein Radio gibt's hier. Einen Video-Converter. Außerdem finden wir den Bereich Büro und Text. Kalender, Kontakte, PDF-Viewer. Eine Notizen-App. Ein Kanban-mäßiges Management-Tool. Eine Erweiterung, damit man mit Office-Dokumenten umgehen kann. OwnPad als Editor, eine Task-App, dann gibt es noch den Bereich Organisation mit Umfragen, Formularen, einem Budget-Manager, Kochbuch, Bookmarks. Ja, und der Vorteil ist halt, dass man all das selber verwaltet und da nicht von externen Dienstleistern wie zum Beispiel Google abhängig ist. Sicherheit, Antivirus, Gäste, Passwortspeicher, Registration, allgemeine Geschäftsbedingungen kann man einbinden. Ihr seht, es gibt hier massig Möglichkeiten, sich die OwnCloud wirklich auf den eigenen Bedarf zurechtzuschneiden. Hier gibt es eine Chat-, Video- und Audio-Konferenz-Software, Social Sharing Tools, Telefonprovider fürs Kontaktmenü, Working Together. Ja, dann gibt es noch Werkzeuge, die wahrscheinlich sonst nirgends reingepasst haben. Rechtsklick, Antivirus. Auch das habe ich größtenteils schon gesehen. Und jetzt möchte ich mal wissen, wo meine soeben installierten Plugins abgeblieben sind. Sogar ein CMS kann man hier integrieren. Damit kann man die Nutzer dann die eigene Webseite managen lassen. Rainloop, Webmail, ja und vieles mehr. Und hier oben sind jetzt verschiedene neue Einträge dazugekommen. Zum Beispiel halt der E-Mail-Bereich. Da soll ich mich jetzt direkt mit meinem Konto verbinden. Da spare ich mir jetzt in dem Fall mal. Scheint aber zu funktionieren. Also ich hätte hier jetzt auf mein Gmail-Postfach Zugriff. Und kann über das dann auch Nachrichten verschicken. Außerdem habe ich gerade die Lesezeichen installiert, die man hier in Ordnern organisieren kann. Neues Lesezeichen. Und so sieht es dann aus, das Ganze. Man muss das übrigens nicht in Ordnern organisieren, sehe ich gerade. Ein RSS-Reader hatten wir uns noch installiert. Da abonniere ich jetzt einfach mal Golem im Bereich Technik. Wunderbar, das funktioniert. Wir sehen, es sind 40 neue Artikel eingegangen. Anscheinend wird das Ganze aber nicht sofort aktualisiert hier. Man muss erst noch sowas wie einen Cronjob einrichten. Grundsätzlich ist aber schön zu sehen, dass das hier funktioniert. Dann haben wir noch Aufgaben, sogenannte Tasks, Test, Aufgabe 1. Wir können hier Prioritäten zuweisen, können auch sagen, zu wie viel Prozent die Aufgabe schon fertiggestellt ist. Wir können unsere Cloud durchsuchen, wie gesagt, Benachrichtigungen empfangen und letztlich können wir hier auch Benutzer hinzufügen. Nextcloud ist der Eigenbeschreibung nach ein sicherer Ort für all deine Dateien. Nextcloud bringt alle Daten unter deine Kontrolle, speichere alle Dokumente, Kalender, Kontakte und Bilder auf einem Server in deiner Firma, zu Hause, bei einem unserer Provider oder in einem dir bekannten Datenzentrum. Hoste Daten und Dateien, wo du es willst, offene Standards und Interoperabilität 100% Open Source. Und Community fokussiert. Mehr als 100 Apps im Nextcloud App Store. Die habe ich euch jetzt schon hinreichend vorgestellt. Und das allerbeste ist, Nextcloud ist auch als App
für Windows, OS X, Linux verfügbar. Also damit könnt ihr dann auf eure Dateien zugreifen. Ebenso für Android oder für Apple iOS. Verbinde deinen Kalender, verbinde deine Kontakte, greife auf Dateien über Web-DAV zu. Mehr Informationen gibt es dann im ausführlichen Benutzer-, Administrator- oder Entwicklerhandbuch. Außerdem gibt es ein Forum sowie eine Community. Hochinteressantes Projekt. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Interesse. Lasst eine Reaktion da. Was verwendet ihr für eine Cloud? Lasst uns drüber diskutieren. Ich überlege mir gerade ernsthaft, so ein bisschen umzusteigen von den ganzen großen Webdiensten auf das Self-Hosting. Mal schauen, ob mir das gelingt.